Sommelier und Oberkellner im Fürstenhof. Na, was hältst du davon? Einverstanden. Samia glaubt, dass du dich in Leonie verliebt hast. Gregor, bitte sei ehrlich zu ihr. So. Jetzt haben wir einen Wunsch frei. Und sie hat bloß keinen Fehler. Und wenn es zwei sind? Samia, ich muss dir das jetzt sagen. Ich habe mich in Leonie verliebt. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ich wollte das nicht. Es ist einfach passiert. Aber Samia, bitte glaub mir. Ich wollte dir nicht wehtun. Warum machst du das dann? Ich habe wirklich gedacht, du empfindest was für mich. Das tue ich auch. Aber für Leonie empfindest du mehr. Euer Kuss. Das hat gestimmt, oder? Habt ihr etwa auch schon miteinander geschlafen? Nein, Unsinn. Samia, bitte. Ich will jetzt nichts mehr hören. Samia, warte. Ich weiß es. Ich hab gesagt, ich will nichts mehr hören. Das täuscht. Nee. Na, und? Wie geht's Robert so? Den Umständen entsprechend. Ich fahr gleich nochmal zu ihm. Das ist gut. Grüß ihn ganz lieb von mir. Das mache ich. Riech mal. Wie findest du's? Männlich? Das ist der gute Besserungsduft für Robert? Nein. Nein. Nein, der ist für die Schwester, die ihn betreut. Für Schwester Bertha? Ja, genau die. Nee, das geht gar nicht. Es riecht viel zu gut für diesen Feldwebel. Tanja, du tust dir Unrecht. Ich glaube, Schwester Bertha hat unter ihrer harten Schale ein sehr weiches Herz. Ja, das versteckt sie wahnsinnig gut. Also irgendwas fehlt noch. Ich komme nicht drauf. Ich komme bestimmt drauf. Ich hab schon. Disteln und Kakteen. Das ist bestimmt Robert. Ja? Oui, ici Myriam Tarasch. Oui. Oui, je peux venir à Paris. Après demain, je ne sais pas. Et quelques jours après? Non. Bon. Alors, merci. Au revoir. Was sprichst du denn Französisch? Ich habe Proben von einem Duft an verschiedene Parfumhäuser geschickt. Und eins davon, Maurice Fayet, lädt mich nach Paris ein. Ich soll den Chefparfümer kennenlernen.
Entschuldigung, es hat geklappt. Das ist dein Durchbruch, herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Das habe ich nie gedacht. Ja, ich schon. Oh, ich sehe jetzt schon deinen Namen auf allen Plakaten und allen Modezeitschriften. Wie schön. Ja, ja, noch ist es nicht so weit. Ich glaube, sie lassen dich jetzt nach Frankreich einfliegen, wenn sie nichts mit dir vorhaben. Meinst ich du? Übersetze dir das. Das heißt, au revoir, Fürstenhof. Bienvenue à Paris, der Stadt der Liebe. Meinst du, ich soll hinfliegen? Natürlich, das ist doch eine Riesenchance. Du kannst Karriere machen und endlich Geld verdienen. Ja, aber was ist mit Robert? Ich will ihn doch jetzt nicht alleine lassen. Du hast doch noch die Distelschwester. So würde die neue Weinkarte aussehen. Neben den bisherigen Weinen würden wir ein paar komplett neue, unbekannte Weine aufnehmen. Einen weißen von den Azoren zum Beispiel. Hm? Was hältst du davon? Du bist mir in den Rücken gefallen. Das bin ich nicht. Doch, du stellst meine Arbeit in Frage. Ich finde einfach nur seine Ideen interessant, aber deswegen stelle ich nicht deine Arbeit in Frage, Felix. Ach, bisher hattest du auch nichts an unserer Weinkarte auszusetzen. Ja, aber es spricht doch nichts dagegen, junge, unkonventionelle Winzer aufzunehmen. Junge, unkonventionelle Winzer? Mhm. So einen wie Simon. Ich habe das Gefühl, da geht es viel weniger um den Wein und mehr um ihn. Hm? Das stimmt nicht. Ich finde sein Konzept interessant und wir sollten ihm eine Chance geben. Hör mir doch auf, du hast dich in ihm verguckt. Nein, ich habe mich nicht in ihn verguckt. Er ist sehr sympathisch und mehr nicht. Hör mir auf, ich kenne dich doch. Komm. Felix, ich habe mich nicht in ihn verliebt. Und nach der Trennung von Robert habe ich erstmal die Nase voll von Männern. Ich wette mit dir, dass du spätestens morgen seine komplette Lebensgeschichte auswendig kennst. Und ich wette mit dir, dass du mir gerade eben nicht zugehört hast. Ich interessiere mich weder für seine Lebensgeschichte noch für Simon Konopka. Schlag ein, 100 Euro. Nein, ich wette nicht mit dir. Schlag ein. Na komm schon. Mann! Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ich Wein bestellen möchte? Muss das die Geschäftsführung abzeichnen, oder? Nur bei größeren Mengen, sonst macht das Herr Tarasch. Gut, okay. Sag mal, was war denn das eigentlich vorhin mit dir und seiner Schwester im Restaurant? Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, wie nennt man das nochmal? Flirten, glaube ich. Ja, ich glaube, du hast mit ihr geflirtet. Ich glaube, da hast du dich getäuscht. Darf ich? Ja. Ich finde Viktoria Tarasch sympathisch, das ist alles. Aha. Und ich bin die Kaiserin von China. Was willst du eigentlich? Es kann dir doch nur recht sein, wenn ich für ein gutes Betriebsklima sorge, oder? Also ich stelle mir unter gutem Betriebsklima ein bisschen was anderes vor, als dieses dämliche Herumgebalze. Soll ich dir was sagen? Eifersucht steht hier nicht. Erinnerst du dich genau das, was du mir damals in Australien gesagt hast, du mich verlassen hast? Dann hör doch mal auf mit dieser alten Leier. Mein Motto lautet, es ist besser zu vergessen und zu lächeln, als sich zu erinnern und traurig zu sein. Hm? Und meins lautet, wie du mir, so ich dir. Könnten Sie mir noch ein bisschen Chilisauce in die Infusion geben? Ich hätte es gern etwas schärfer. Sonst noch Wünsche? Würden Sie mir die etwa erfüllen? Sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich auch noch was anderes, als mir auf die Nerven gehen? Schwester Bertha gibt es nicht zu, aber sie mag es, wenn ich sie ein bisschen ärgere. Erna ist doch bloß langweilig. Können Sie ihm nicht was vorlesen oder Gedicht vortragen? Oder erzählen Sie ihm was von Ihrer Arbeit? Ich habe Schwester Bertha übrigens von deinem Talent erzählt. Sie war schwer beeindruckt. Das freut mich. Vielleicht könntest du Schwester Bertha mal einen von deinen Düften zeigen. Der Herr Saalfeld hat mich wieder nicht richtig verstanden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Duftwasser gebraucht. Und jetzt fange ich auch nicht mehr damit an. Schwester Bertha tut immer nur so giftig, aber in Wirklichkeit hat sie ein gutes Herz und sie ärgert es nur zu Tode, dass ich sie durchschaut und durchschaut habe. Na. Bist du still? Dir liegt doch irgendwas auf der Seele, oder? Falls du überlegst, wie du mir den Aufenthalt hier versüßen könntest, gäbe es etwas. Genauer gesagt, zwei Dinge. Also erstens, du kreierst einen Duft für Schwester Bertha.
auch wenn sie es nicht zugibt. Sie hat ganz große Augen gemacht, als ich ihr von deinem Beruf erzählt habe. Die Idee hatte ich auch schon und ich habe damit angefangen. Du bist ein Schatz. Und das Zweite? Das Zweite? Lass mich nie wieder allein. Okay? Und jetzt bist du dran. Raus mit der Sprache. Was ist los? Ah, da bist du ja. Du weißt doch, dass ich Johann zum Geburtstag diese Karten für Metropolis geschenkt habe. Und die Veranstaltung ist heute Abend. Wir fahren also nachher nach München. Ich bin ja so gespannt. Live-Musik zu einem Film, das habe ich noch nie erlebt. Hoffentlich gefällt das Johann. Bestimmt. Er mag ja Volksmusik. Wie kommst du denn jetzt auf Volksmusik? Ich? Wieso? Du hast doch die ganze Zeit davon gesprochen. Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Doch. Ihr wollt heute Abend auf ein Konzert. Was ist denn los mit dir? Hm? Nichts. Alles in Ordnung. Bist du sicher? Ich bin einfach erschöpft. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gearbeitet. Dann legst du dich nachher ein bisschen hin. Nachher? Dann bist du heute Abend wieder fit. Ich habe vorgekocht. Das Essen ist im Kühlschrank. Danke. Vielleicht möchtest du ja Dr. Bergmeister einladen. Johann und ich bleiben über Nacht in München. Du hättest also sturmfreie Bude. Wenn Sie im Büro eine Reservierung eingeben müssen, dann bitte unbedingt hier draufklicken, damit es bei mir auch ankommt. Okay. Ich habe gelesen, dass es ein neues Buchungssystem gibt. Ja, das kenne ich natürlich, aber von dem halte ich nichts. Wir haben mit dem hier die besten Erfahrungen gemacht. Neue Besen kehren auch gut. Ja, aber Sie können auch widerspenstige Borsten haben. Wenn ich an die früheren Zeiten denke, als es noch keinen Computer gab, Dankeschön, da haben wir alle Buchungen in so ein Buch eingetragen. Papier ist einfach viel reizvoller als so ein Bildschirm. Ich heb das aus nostalgischen Gründen auf. Ja, ja. Früher war alles besser. Ja, vielleicht nicht besser, aber wie soll ich sagen, charmanter. Schauen Sie, als ich hier angefangen habe, da haben wir den ganzen Telefonverkehr mit so einem Wählscheibentelefon erledigt. Sagen Sie mal, Herr Sonnenbichler, wie alt sind Sie eigentlich? Ich? Wieso? Nun zählen Sie sich mal nicht so. Ich brauche doch nur in die Personalakten schauen. Ja, schon, aber ich verstehe jetzt nicht, wieso Sie wissen wollen, wie alt ich bin. Ich habe den Eindruck, Sie sind reif für den Ruhestand. Also so alt bin ich noch nicht. Ich muss schon noch eine ganze Weile arbeiten, bis ich in Rente gehen kann. Übrigens, Frau Marquardt, es fragen immer mehr Stammgäste nach der Fürstensuite. Wann gedenken Sie, die zu räumen? Schwester Bertha bekommt ihren Duft, auch wenn sie behauptet, sie macht sich nichts draus. Ich brauche aber zu der herben Note noch etwas Frisches. Dann passt es perfekt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Den Leuten von Maurice Fayet scheint meine Arbeit zu gefallen. Es ist wie ein Traum. Aber ich kann Robert jetzt nicht alleine lassen. Er hat mir vorhin deutlich gesagt, dass er mich braucht. Habe ich mich ja gar nicht mehr getraut, ihm von Paris zu erzählen. Was soll ich nur tun, wenn ich den Termin doch nur verschieben könnte? Komm ins Gut ein. Wieder schauen. Ah, Hildegard. Hildegard, komm mal her. Was ist denn? Sag mal, für wie alt würdest du mich schätzen? Hm? Warum soll ich dich schätzen? Ich weiß es doch. Ich meine, wenn du mich nicht kennend hättest. Ach so. Ach, das ist doof. Ich weiß es doch. Warum willst du das wissen? Hat dich jemand älter gemacht, als du bist? Unsere neue stellvertretende Geschäftsführerin glaubt, ich wäre reif für den Ruhestand. Ja, so eine Frechheit. Ich bin doch nicht mit einem alten Mann verheiratet. Ja, und seit es mal wieder so gut geht, da fühle ich mich sowieso wie höchstens Mitte 40. Warum wollten die das wissen? Ja, sie wollte es nicht wissen. Ich habe ihr was erzählt von früher. Und jetzt glaubt sie anscheinend, ich passe nicht mehr in ein modernes Hotel. Also, die war mir noch nie geheuer. Und soll ich dir mal was sagen?
Mit allen Frauen, die der Werner hier angeschleppt hat, gab es Schwierigkeiten. Also erst die Cora Franke, dann die Heidenberg und jetzt hier diese Marke. Ja, aber so geht's nicht. Ich habe schon mit der Viktoria Tarasch gesprochen, die hat ja schließlich auch was zu sagen. Das ist gut. Ja, die Marquardt soll gefälligst jetzt endlich aus der Fürstens wieder ausziehen. Sie gehört jetzt schließlich zum Personal und das wohnt nun mal nicht im Gästezimmer. Recht hast du. Weißt du was? Wenn du dich so aufregst, siehst du aus wie Mitte 30. Hildegard, nicht mit dem Gemüse durch die Lobby, bitte. Warum nicht? Meiner Meinung nach brauchen wir kein neues Buchungssystem. Ich finde das alte optimal. Wir sind aber nicht generell gegen Neuerungen, oder? Nein, wenn Sie den Betriebsablauf verbessern. Wo Sie gerade vom Betriebsablauf sprechen, ich hatte in der letzten Zeit so viele Überstunden. Ja, ich habe leider auch keinen geregelten Feierabend. Und was sagt Ihr Freund dazu? Nichts. Ich habe keinen. Tatsächlich? Ja. Nach einer schmerzhaften Trennung bin ich Single. Ach Mensch, da geht's Ihnen ja genauso wie mir. Nach meiner Enttäuschung mit Rainer Saremba möchte ich im Moment auch nichts mit Männern zu tun haben. Ja, da ist Arbeit die beste Ablenkung, hm? Ja. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich so schnell hier am Fürstenhof anfangen konnte zu arbeiten. Ich fühle mich wirklich wohl hier. Frau Marquardt, wegen der Fürstensuite, wir haben einige Anfragen von Stammgästen. Ja, Herr Sonnenbichler hat mich schon drauf angesprochen. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass Sie nicht sonderlich daran interessiert sind, auszuziehen. Da haben Sie recht. Wir können es uns einfach nicht leisten, unsere Stammgäste zu verprellen. Das sehen Sie doch als stellvertretende Geschäftsführerin sicher genauso. Hm? Wie soll ich das jetzt verstehen? Sie wollen mich aus der Suite rauswerfen? Nein, aber der Fürstenhof hat einen sehr schönen Personaltrakt. Nee, das ist nichts für mich. Wenn Sie eine eigene Wohnung wollen, ich kann Ihnen sehr gerne bei der Suche helfen. Hm? Vielen Dank für Ihr großzügiges Angebot, aber meine Wohnung, die suche ich mir immer noch selbst. Und bis ich eine passende gefunden habe, bleibe ich in der Fürstensuite. Schließlich habe ich auch dafür bezahlt. Ach, Dr. Bergmeister. Frau Bothe. Um diese Uhrzeit muss ich immer ein bisschen was zu mir nehmen. Ihnen hat die Küche spendiert. Oh, sind da Rosinen drin? Ja. Die kann ich nicht essen. Obwohl ich Trauben eigentlich sonst mag. Komisch, nicht? Mhm. Ah ja, ein Apfel genügt mir. Johann und ich gehen nachher essen. Wir werden Sie also nicht stören. Wir fahren nach München. Das Geburtstagsgeschenk einlösen. Ach ja, die Konzertkarten. Eigentlich schade, dass Sie bei dem Geburtstagsabend so schnell gegangen sind. Ja, mir war, ich werde mich noch feiern. Ja, das verstehe ich auch. Ja, Leonie Preisinger, ist Operationsstand ja kurz bevor. Na los, machen Sie mir Vorwürfe. Wieso sollte ich? Ist doch lobenswert, dass Sie sich so für Ihre Patienten einsetzen. Ich wünschte, alle Ärzte wären so gewissenhaft. Darf ich Sie mal was fragen? Samia war so merkwürdig, als ich Sie vorhin auf Sie beide angesprochen habe. Ist alles in Ordnung zwischen Ihnen? Samia hat Ihnen nichts erzählt. Nein, was denn? Ich habe mich von Ihrer Tochter getrennt. Max, geben Sie mir doch bitte den Ersatzschlüssel für den Weinkeller. Hängt der Kellerschlüssel nicht in der Küche? Doch, ich glaube schon, aber den Weg will ich mir sparen. Danke. Hallo, Herr Seifeld. Ah. Haben Sie heute schon wieder eine Weinverkostung? Nein, nein, das ist der übrig gebliebene Wein von gestern. Den will ich jetzt in den Keller zurückbringen. Ich fand die Präsentation sehr gelungen. Die Idee mit den Weinseminaren sollten wir weiterverfolgen. Unbedingt. Mein Neffe hat dafür ein gutes Händchen. Seine Kenntnis und ein Charme werden die Gäste bestimmt überzeugen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ihren Bruder. Die beiden werden sich bestimmt gut ergänzen. Bestimmt. Gibt es ein Problem? Kommen die beiden nicht miteinander aus? Doch, doch. Wir finden alle, dass Ihr Neffe eine Bereicherung für den Fürstenhof ist. Na schön. Dann wird er sich bestimmt schnell ins Team integrieren. Sicher. Herr Seifeld, ein Herr Berghausen für Sie. Ah, ja. Stellen Sie das Gespräch bitte ins Büro durch. Frau Tarasch, bringen Sie an meiner Stelle den Wein zurück, ja? Selbstverständlich. Danke.
Ich stell sie durch, Herr Berghaus. Auf Wiederhören. Ach Gott, nochmal, ist das jetzt ein blödsinniges Klump? Was ist denn jetzt los? Johann, hast du mal einen Moment? Ja, der Alfons hat dieses Ding da umgebaut. Ja, dafür ist es jetzt leiser, oder? Ja, leiser schon, aber jetzt scheidet nichts mehr. Johann, ich wollte dich mal was fragen. Weißt du was, ich hole jetzt gleich eine Kettensäge und schneide mit der Kettensäge genau diese Ränder kerzengerade. Und dann kann sich die Marquardt auf den Kopf stellen, das ist mir vollkommen wurscht. Okay, ich komme später nochmal. Vera, entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht mit meinem Mist belästigen. Schön gut. Ist was passiert? Wie kommst du da drauf? Ja, weil du diese Falte dazwischen in den Augen hast und immer, wenn du diese Falte hast, dann stimmt irgendwas nicht. Also, raus mit der Sprache. Wärst du sehr böse, wenn wir heute nicht in München übernachten? Nee, aber warum? Ich möchte so schnell wie möglich nach dem Konzert wieder zu Samir. Ah, ist sie krank? Dr. Bergmeister hat sich von ihr getrennt. Was? Wie soll ich das verstehen? Ja, er hat sich in Leonie Preisinger verliebt. Als ob ich's geahnt hätte, dieser Sauhund. Hat er doch mit beiden gleichzeitig was angefangen. Aber weißt du was? Dem blase ich den Marsch. Nein, Johann, bitte nicht. Das ist eine Sache zwischen Samia und ihm. Wir mischen uns da nicht ein. Das kann ich aber nicht. Du musst aber. Samia zuliebe. Es ist so schon schwer genug für sie. Bitte mach es nicht noch schlimmer. Ja, so das böse Mädchen. Wieso? Naja, wissen Sie, es ist so, alle suchen den Kellerschlüssel und Sie, Sie haben ihn. Bitte keine falschen Verdächtigungen. Ist schon mal was von Ersatzschlüssel gehört? Meinst du nur für Sie? Aber dass Sie den Schlüssel da so oben leichtfertig stecken lassen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich bin ja gleich fertig. Dann hat den anderen Schlüssel hier bestimmt Ihr Bruder, nehme ich an. Wie kommen Sie darauf? Ich gehe davon aus, dass sie ihn nicht mehr aus der Hand gibt, seit er Frau Marquardt und mich hier unten angetroffen hat. Es gibt bestimmt eine Menge Erklärungen. Aber Männer suchen erfahrungsgemäß immer die einfachste. Hm? Ja, dann ist die einfachste in diesem Fall ja wohl die, dass sie heimlich während der Arbeitszeit trinken. Wieder falsch, Herr Konopka. Hm? Schauen Sie sich mal das Etikett an. Das Etikett? Mhm. Wo ist das? Da und nicht da. Ach so, ich verstehe. Der ist von gestern übrig und... Sie bringen ihn zurück. Nee. Hm? Sie können eins und eins zusammenzählen. Hm? Ich bin begeistert. Und Sie sind schlau genug und räumen meinen Wein nicht wieder in die hinterste Ecke. Ich bin auch begeistert. Sie können mir helfen, den geeigneten Platz für Ihre Weine zu finden. Ah, das hat man davon. Da will man Nachschub für einen Gast holen und da muss man Zwangsarbeit ableisten. Ja, so sind wir bösen Mädchen nun mal. Aber das sollten Sie eigentlich wissen, wenn Sie sich in Dunkelkeller wagen. Hm? Also. So, zwei Reragu neu. Also wenn hier schon neue Mitarbeiter eingestellt werden, dann sollten sie wenigstens zuverlässig sein. Von wem reden Sie denn? Von Simon Konopka, unserem neuen Oberkellner und Sommelier. Der hat die Tür zum Weinkeller sperrangelweit offen gelassen. Na und? Da hätte jeder reingehen und sich was rausholen können. Also, den Kellerschlüssel. Hier, der wird nicht mehr in der Küche deponiert, den behalte ich jetzt. Nach dem hat der Saalfeld neulich gefragt. Vielleicht hat der die Tür offen gelassen. Das kann natürlich auch sein. Egal, es ist auch Konopkas Aufgabe, darauf zu achten. Wissen Sie, was ich überhaupt nicht verstehen kann? Warum hat man den denn eingestellt? Hier in der Küche brauchen wir Personal. Ja, ist zu schade, dass er kein Koch ist. Hm. Hey, kommen Sie, das hat keinen Zweck, weiter gegen die Tür zu hämmern. So ein Mist. Konnte ich diesen Schlüssel stecken lassen? Kommen Sie, ist ja auch meine Schuld. Ich hätte ihn ja auch mit nach unten bringen können. Ja. Wir können es ja mal mit Sesam öffne dich probieren. Mein Handy habe ich auch vergessen. Es dauert sicher nicht lange, bis Felix bemerkt, dass sie nicht da sind. Nee, das glaube ich nicht. Er ist mit einer Gesellschaft im Rosenzimmer beschäftigt und das Restaurant kommt auch ohne mich aus. Ja, aber dann wird der Gast nachfragen, wo sein Wein bleibt. Hm, Fehlanzeige. Er hat ihn gar nicht bestellt. Ich war nur so schlau und wollte ihn auf Vorrat holen. Sehr schlau. Ja. Tja, und jetzt? Ich weiß schon.
Wir warten jetzt einfach so lange, bis einer sie vermisst. Und ich fürchte, das dauert höchstens 5 Minuten. Ich denke eher nicht. Okay, ich habe eine Idee. Wir probieren derweil einfach eine von meinen Flaschen. Dazu sind wir ja gestern schließlich nicht mehr gekommen. Gute Idee. Ich war sowieso nach der Präsentation gespannt, wie der Wein schmeckt. Ah. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Er ist etwas ganz Besonderes. Er hat mir mal das Leben gerettet. Der Wein. Ja. Okay, es ist schon ein paar Jahre her, aber... Ach, na, was soll das? Okay, es ist auch Quatsch. Was soll ich Sie jetzt hier mit meinen... Nein, erzählen Sie, es interessiert mich. Außerdem haben wir jetzt eine Menge Zeit, glaube ich. Schläfst du, Leo? Mm-mm, ich träume nur. Bin zu schlapp zum Lesen. Schön, dass du da bist. Hm? Ich wollte viel früher da sein. Aber unsere neue Geschäftsführerin, ja, die hält uns so auf Trab. Ich könnte sie erwürgen, nur. So schlimm? Mhm. So eine typische Frau, die muss härter sein als ein Mann, weil sonst wird sie ja nicht anerkannt. Hm. Das soll ja bei kleinen Männern auch vorkommen. Hm? Ja. Auf jeden Fall geht sie mir sowas von auf die Nerven. Die mischt sich hier überall ein. Kann ich verstehen. Wie geht's in Sonnenbichlers? Gut. Also Hildegard wollte eigentlich hierher kommen, aber sie hat es leider nicht geschafft. Sollte ich ganz lieb grüßen. Die Arme. Hm. Ja, wird Zeit, dass ich ihr wieder in der Küche helfe. Hm? Du spinnst wohl. Du bist jetzt erstmal gesund. Wie kannst du nur an Arbeit denken? Hm. Was gibt's sonst so Neues am Fürstenhof? Na, lass mir überlegen. Miriam ist nach Paris eingeladen worden. Von so einem ganz bekannten Dufthaus. Die sind interessiert an ihrem Parfüm. Hm. Cool, oder? Die bieten ihren Job an. Also, das weiß ich nicht. Aber also, wahrscheinlich kaufen sie ihren Duft oder so. Wow, das wäre toll für Miriam. Hm? Ja, ich würde dir diesen Erfolg echt wünschen. Vor allem, was sie mit Robert durchgemacht hat und so. Hm. Verdient hätte sie es, ne? So Glück in der Liebe und im Beruf. Hm. Also, wenn ich sie mal umgönne, dann den beiden. Hm, die sind echt ein perfektes Paar. War Gregor schon hier? Nein. Und das ist schon okay so. Ich meine, er hat ja schließlich noch andere Patienten, hm? Und ich bin hier in besten Händen. Ja. Und du bist total enttäuscht, dass er nicht kommt. Nein. Kannst mir doch eh nichts vormachen. Tu ich nicht. Ja, ich find's schön, wenn er mich besucht, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Leo, das bringt doch nichts, wenn du deine Gefühle für Gregor verleugnest. Wir bleiben doch trotzdem da drin. Darf ich kurz stören? Ja, selbstverständlich. Machen Sie etwa auch noch Überstunden? Ja, was getan werden muss, wird erledigt, egal wie spät es ist. Das ist eine löbliche Einstellung. Darf ich Ihnen auch einen Cognac anbieten? Nein, danke. Ich wusste doch, dass es die richtige Entscheidung war, Sie zu engagieren. Das freut mich, dass Sie mit mir zufrieden sind. Was haben Sie denn so spät noch zu erledigen? Ich suche Ihren Neffen und Frau Tarasch. Ich habe mit den beiden noch einen Termin. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich habe Sie mal auch schon gesucht. Wir waren lose zum Essen verabredet. Aber er kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Vielleicht ist er mit Frau Tarasch nach München gefahren. Trotz seiner Verabredung hier? Also, ich nehme es ihm wahrhaftig nicht übel, wenn er den Abend lieber mit einer schönen Frau verbringt, als mit seinem alten Onkel. Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass die beiden miteinander... Warum nicht? Dass die beiden sich sympathisch sind, das habe ich schon bei der Weinprobe gemerkt. Außerdem sind beide Singles. Warum also sollten sie sich nicht näher kommen? Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal eine Nacht durchgequatscht habe.
Jetzt kennst du meine ganze Lebensgeschichte. Mhm. Das ist eigentlich blöd. Wieso? Ganz einfach. Weil ich jetzt keine Geheimnisse mehr vor dir hab. Hauptsache ist doch, dass ich noch welche vor dir hab. Ist das so? Ja, dann müssen wir uns demnächst einfach noch mal eine Nacht im Keller einschließen lassen. Oder? Was macht ihr denn hier? Guten Morgen, Felix. Irgendjemand hat uns gestern Abend hier eingesperrt. Die ganze Sache hat ein gutes und ein schlechtes. Guten Morgen übrigens. Ach, was ist das Schlechte? Dass mich im Restaurant offensichtlich keiner vermisst hat. Und das Gute? Dass ich für meine Gefangenschaft die beste Gesellschaft hatte, die man sich wünschen kann. Sag mal, hast du eine Ahnung, wer uns hier eingeschlossen hat? Ja, hab ich. Ich. Die Tür stand offen und ich dachte, jemand hat vergessen zuzusperren. Ja, da hättest du nicht mal kurz runterrufen können, ob noch jemand da ist? Hätte ich, ja. Mhm. Hinterher ist man immer schlauer. Ja. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ich habe die Tür offen stehen lassen. Ich meine, neue Mitarbeiter sind ja generell unzuverlässig. Besonders dann, wenn sie aus dem Osten kommen und lange in Australien gelebt haben, nicht wahr? Und was getrunken haben, ganz genau. Fängt ihr Dienst nicht langsam an? Felix. Schon gut. Ich bin Ihnen ja eigentlich zu Dank verpflichtet. Sie mir? Ja, ja. Sie haben mir die einmalige Chance gegeben, Ihre Schwester besser kennenzulernen. Danke fürs Aufmachen. So eine Schnapsidee. Frag mich, warum ich das mache. Weil Sie mir keinen Wunsch abschlagen können. Und insgeheim darauf hoffen, dass ich Sie bekoche, wenn ich hier raus bin. Wenn Sie da draußen sind, dann mache ich erst einmal 3 Kreuzzeichen. Das stimmt nicht. Sie werden weinen und die ganze Nacht in Ihr Kissen beißen. Warum glauben eigentlich alle Männer immer, sie seien unwiderstehlich? Weil wir so dumm sind und immer wieder auf sie reinfallen. Hey, Robert. Hey. Das ist ja mal eine Überraschung. Hm? Ja, was machst du hier? Ach, ich war gerade in der Gegend. Ach so, ich wollte mal sehen, wie es dem anderen Teil meiner Leber so geht. Sieh, das ist für nicht zum Spaßen, gell? Ja, Schwester Bertha. Na, Cousinchen, wie geht's dir? Außer, dass es sau weh tut, wenn ich lache, niese und huste. Gut. Und dir? Ja, mein Herz gehört mir nicht mehr. Ein Teil meiner Leber ist weg, ansonsten prächtig. Robert, was du für mich getan hast. Ist schon okay. Du hast mir das Leben gerettet. Ich werde dir ewig dankbar sein. Weißt du was? Werd einfach gesund. Ich hätte nie gedacht, dass jemand bereit ist, sein Leben für mich zu riskieren. Du bist es mir eben wert. Du solltest mit dem Bergmeister noch mal reden. So leicht darfst du es ihm nicht machen. Bitte, Johann, ich möchte jetzt einfach nicht über ihn reden. Ich begreife einfach nicht, dass du es ihm so einfach machst. Der kann doch dich nicht einfach so abservieren. Soll ich noch mal mit ihm reden? Das würde auch nichts ändern. Ich kann einfach nicht tatenlos mit ansehen, wie dieser Mistkerl dir wehtut. Am liebsten würde ich ihm den Marsch blasen. Vera hätte ja einfach nichts erzählen dürfen. Ich bin aber froh, dass Vera mir das erzählt hat. Ich nur wüsste, wie ich dir helfen könnte. Bitte, Johann, erinnere mich einfach nur nicht ständig an ihn. Damit hilfst du mir am meisten. Gut, wenn du meinst. Erzähl mir doch mal von dem Konzert gestern Abend. Ja, weißt du, die Musik war schön, aber der Film, das hat mich irgendwie maßlos bedrückt. Diese Schwarz-Weiß-Bilder mit dieser Stadt, diesen vielen Häusern und diesen riesengroßen Mauern. Weißt du, jetzt weiß ich, warum ich so gerne hier auf dem Land lebe. Hier ist doch am allerschönsten. Komm her, mein Kind. Komm. Wein dich aus.
Du darfst deinen Kummer nicht mit einfressen. Es tut so weh. Ja, ich weiß. Was habe ich falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht. Weißt du, das ist ein Mann und viele Männer sind es einfach nicht wert. In der Australien. Oh, erzähl mir nicht, dass das bei dir im Bücherregal war. Nein, ich habe das Buch aus dem Salon. Ja, ich will sehen, wie Simon gelebt hat. Das heißt, du kennst jetzt seine Lebensgeschichte. Du schuldest mir 100 Euro. Ich habe doch mit dir gewettet, dass er dir bis heute seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn so schnell kennenlerne. Naja, ich habe ja auch unabsichtlich nachgeholfen. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, Simon und ich, wir könnten uns nicht riechen. Die Nacht im Keller wäre der Horror geworden. Milch? Ja. Ja. Und ich wäre um 100 Euro ärmer. Wirklich viel zu erzählen. Also, überhaupt ist er ein sympathischer Mann. Also, mein Typ war er bisher nicht, aber wenn er dir gefällt, bitte. Felix. Kann ich dir was verraten? Ja. Das erste Mal seit der Trennung von Robert habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch. Also, sie sind zwar ganz winzig, aber... Schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Na ja, komm, wie soll es schon weitergehen? Trotzdem, du schuldest mir 100 Euro. Nein. Wie, nein? Ich habe nicht mit dir gewettet. Außerdem erinnert mich die Wette an Glücksspiel und da sehe ich bei dir Rotbrüderchen. Aber ich gebe dir trotzdem gerne einen aus. Hm? Okay, gern. Oh. Robert, ich habe das... Robert, Entschuldigung, wo ist Robert? Ihrem Verlobten geht's gut. Er hat so Sehnsucht gehabt nach seinem Stück Leber. Ich habe ihn zu seiner Cousine gebracht. Ja, okay, ich dachte gerade. Hier, ich habe einen Duft für Sie gemacht. Für mich? Mhm. Einen eigenen Duft? Danke. Ja, das war mir ein Vergnügen. Oh, das riecht ja herrlich. Sie sind ja richtige Künstlerin. Was ist denn da jetzt drin? Veilchen, Limone, Sandelholz, aber die genaue Zusammenstellung bleibt ein Betriebsgeheimnis. Veilchen, meine Lieblingsblumen. Wenn Sie wollen, können Sie dem Duft ja einen Namen geben. Bertha. Super. Guten Morgen. Morgen. Wo bist du denn gestern geblieben? Dich im Restaurant plötzlich gar nicht mehr gesehen. Wir waren nicht verabredet, oder? Ich hätte trotzdem gerne was mit dir getrunken. Getrunken? Und dein Zimmer im Personaltrakt eingeweiht. Ich glaube nicht, dass du dich da wohlgefühlt hättest, obwohl du doch den Komfort der Fürstensuite gewohnt bist. Sagst du mir jetzt, wo du warst? Es geht dich zwar nichts an, aber ich war im Weinkeller. Eingesperrt. Die ganze Nacht. Du erwartest ja wohl nicht ernsthaft, dass ich dir das glaube, oder? Das ist mir ziemlich egal. Sag mal, für wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Ich weiß ganz genau, dass du mit Viktoria Tarasch ausweist. Und auch das würde dich nichts angehen, selbst wenn es so wäre. Aber ich konnte nicht mit dir ausgehen, weil sie mit mir zusammen eingesperrt war. Ach, ihr wart? Mhm. Ihr Bruder hat uns heute Morgen befreit. Ah ja, und jetzt willst du mir noch erzählen, dass das alles ein reiner Zufall war, oder wie? Oder Schicksal, hm?
Sonst wäre meine unfreiwillige Weinprobe auch ziemlich langweilig gewesen. Aber so, naja, war sie das reinste Vergnügen. Ich glaube, ich klinge jetzt nach Schwester Bertha, damit sie mich rüber in mein Zimmer bringt. Herr Saalfeld, ich bin fein nicht Ihr Privatmuli, gell? Bitte. Schwester Bertha, ich muss drüben sein, wenn die Miriam kommt. Nicht, dass sie sonst was denkt, wenn sie das Bett nicht sieht. Das ist aber das letzte Mal, gell? Ja. Und bitte, geißeln Sie mich nicht. Aua. Kannst du Miriam bitte gleich noch vorbeischicken? Ich will ihr noch gratulieren. Weil sie sich so einen irren Typen geangelt hat? Nein. Die Franzosen haben doch Interesse an ihrem Parfum. Was? Ja, Tanja mir erzählt. Die haben Miriam sogar nach Paris eingeladen. Warum hat sie mir nichts davon erzählt? Vielleicht wollte sie dich überraschen, bis alles unter Dach und Fach ist. Hey. Wie geht's euch? Gut. Du hast mir so einen Schrecken eingejagt. Ich wollte gerade nach Schwester Bertha klingeln, damit sie mich rüber in mein Zimmer bringt. Das macht sie bestimmt gerne. Sie ist heute sehr gut drauf. Schwester Bertha. Gut drauf? Ja. Ich habe ihr ein Parfum geschenkt und sie hat sich sehr gefreut. Oh, ich danke dir, Schatz. Ich danke dir. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass den Leuten in Paris dein Duft gefällt? Ich hätte wissen müssen, dass Tanja das nicht für sich behalten kann. Also gut, ich wollte es dir eh sagen. Also, stellt euch vor, die Leute von Maurice Fayet überlegen, ob sie Tender Love in ihr Programm aufnehmen sollen. Hey, gratuliere. Das ist großartig. Schwester Bertha, Champagner! Noch haben sie es doch gar nicht genommen. Dazu hätte ich morgen nach Paris fahren und den Chef Parfümer kennenlernen müssen. Wieso hätte? Ich hab's abgesagt. Ich will bei dir bleiben. Das kannst du mir nicht antun. Du kannst meinetwegen nicht auf die Chance deines Lebens verzichten. Und ich kann deinetwegen nicht für den Rest meines Lebens schlechtes Gewissen haben. Aber ich hab... Hör zu, Miriam. Es war immer dein großer Traum, Parfumherstellerin zu werden. Und jetzt ist die Chance zum Greifen nah. Da kannst du keinen Rückzieher machen. Das sehe ich genauso. Also, ich bitte dich. Nein, ich befehle dir. Flieg nach Paris. Etwa in Viktoria Tarasch verliebt, hm? Was machst du eigentlich um die Uhrzeit schon hier unten? Soweit ich mich erinnere, schläfst du doch bis in die Puppen. Wenn ich alleine schlafe, bin ich immer früh wach. Vielleicht legst du dir ein Haustier zu. Ich will kein Haustier. Ich will dich. Fiona, wie oft soll ich das noch sagen? Es ist vorbei. Empfindest du denn gar nichts mehr für mich? Ich mag dich immer noch. Ey, das ist doch eine gute Basis. Nein. Nach all dem, was in Australien war, kann ich keine Beziehung mehr mit dir anfangen. Ich möchte doch nur ein bisschen Unterstützung von dir. Meinst du nicht, die hätte ich verdient? Doch. Meine Unterstützung, die kannst du haben. Aber mehr nicht. Ja, das sieht doch alles schon sehr gut aus. Bitte schön. Ja. Meinen Sie wirklich? Ja, ja. 2-3 Wochen, dann ist das Thema durch. Und sagen Sie, darf ich eigentlich schon ein bisschen belasten? Ich würde es nicht tun. Okay. Wir sehen uns übermorgen zum Verbandwechsel. Dankeschön, Dr. Bergmeister. Herr Knösel, alles Gute. Herr Gruber, was kann ich für Sie tun? Mir fehlt nichts, aber Ihnen fehlt gleich was. Sie haben doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ich kann verstehen, dass Sie wütend auf mich sind. Herr Doktor, ich habe immer gedacht, bisher ist er ein anständiger Kerl.
Aber in Wirklichkeit sind Sie ein verdammter Lumpenhund. Können wir bitte sachlich bleiben? Sie haben doch immer behauptet, Sie hätten nichts mit dieser Leonie Preisinger. Und dann lassen Sie meine Samia fallen wie eine heiße Kartoffel. Herr Gruber, ich habe wirklich lange mit mir gekämpft. Das können Sie mir glauben, aber ich kann nicht anders. Wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Das Mädel holt sich die Augen aus dem Kopf. Ja, das tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte Samia nicht wehtun. Aber ich kann ihr ja auch nichts vorspielen. Das hat sie auch nicht verdient. So? Und warum haben Sie dann überhaupt was mit ihr angefangen? Weil ich wirklich Gefühle für sie hatte. Ach, Sie hatten Gefühle für sie? Und dann fangen Sie was mit der anderen an? Nein. Außer dem Kuss ist zwischen Leonie und mir nichts passiert. Es ist nicht meine Art, zweigleisig zu fahren. Deswegen habe ich es Samia ja auch gesagt. Sie bedeutet mir nämlich sehr viel. So. Und warum stehen Sie da nicht zu Ihrem Wort? Haben Sie denn bei Frau Saalfeld zu Ihrem Wort gestanden? Jetzt passen Sie mal auf. Das eine ist mit dem anderen überhaupt nicht zu vergleichen. Samia und ich, wir standen noch am Anfang unserer Beziehung. Aber Sie haben bei Frau Saalfeld kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher gemacht. Und ausgerechnet Sie wollen mir jetzt vorwerfen... Guten Morgen. Sie arbeiten. Ja, warum sollte ich nicht? Naja, immerhin waren Sie die ganze Nacht im Weinkeller eingesperrt. Hat sich das schon rumgesprochen? Das muss ja schlimm gewesen sein. Im Gegenteil. Ah, Herr Konopka und Sie sind sich näher gekommen. Nicht so, wie Sie denken. Wir haben geredet. Geredet? Ja, Simon hat sehr viel zu erzählen. Und wissen Sie, wo Ihr Geschichtenerzähler gerade steckt? Keine Ahnung, vielleicht hat er sich schlafen gelegt. Wie mache ich das bloß? Er muss unbedingt seine... Er muss einen ganz dringenden Anruf tätigen. Seine was? Das wissen Sie nicht? Was weiß ich nicht? Da hat er Ihnen alles aus seinem Leben erzählt und das Wichtigste ausgelassen. Was soll er mir nicht gesagt haben? Jetzt reden Sie schon. Simon ist verheiratet. Gregor hat eine Platzwunde am Auge. Warst du das? Ja. Ich habe mich aber sofort bei ihm entschuldigt. Warum mischst du dich da ein? Samia, ich wollte dir helfen. Aber damit hilfst du mir nicht. Ganz im Gegenteil. Ah. Was hast du? Nichts. Robert, du hast doch Schmerzen. Finden Sie das Motorrad nicht ein bisschen albern für Ihr Alter? Ja, da haben Sie recht. Wir wollen uns demnächst was Flotteres zulegen. Ha, ja, Alphas? Eine Motocross-Maschine vielleicht. Hm? Freue ich mich schon drauf. Der ist ja klatschnass. Kein Wunder bei der Temperatur. Darf ich mal? Ich brauche die Werte der letzten paar Stunden. Ja, wir machen sofort einen Ultraschall vom Bauchraum. Meinen Sie, der hat innere Blutungen? Möglich.